Die erste Frage kommt von Herrn T. Er schreibt hier: Ich habe 2011 an unterschiedliche Einrichtungen gespendet. Kann ich diese in meiner Steuererklärung ansetzen und was muss ich dabei berücksichtigen? Gut, es scheint, wie geht die Frage an mich? ja, lieber Herr T., und zwar ist das so, dass Sie die Spenden natürlich immer ansetzen können, solange das eine gemeinnützige und vor allen Dingen eine vom Finanzamt förderungswürdige Einrichtung oder Verein ist in dem Fall. Sie müssten dadurch natürlich immer für diese Vereine die Spendenbescheinigung sich organisieren oder sich aushändigen lassen. Ein vereinfachtes Verfahren gibt es natürlich, wenn Ihre Kleinbeträge oder Einzelbeträge nicht mehr wie 200 Euro pro Spende sind. Dann reicht es, wenn Sie den Kontoauszug oder die einfache Quittung, wo bestätigt ist, dass Sie das Geld an den Verein gegeben haben, der Steuererklärung beilegen. Und das Ganze ist dann im Mantelbogen auf den entsprechenden Zeilen einzutragen.